Jetzt haben wir so kurz vor neun, gell? Wir haben das nicht kommentiert, obwohl Sie das ja alles so kommentieren. Sie schreiben uns und sagen, der Raab, der Stefan Raab war aber gemein zu euch und so. Nee, wir teilen doch auch aus. Ja, also grundsätzlich mal, wir teilen aus, also stecken wir auch ein. Das ist kein Problem. Das ist eine urbayerische Disziplin, das da Blecken. Das ist nie nett, aber es ist halt auch eine Art von Kompliment. Das muss man mal so sehen. Also danke dafür. Und man muss ja auch wissen, wo es herkommt. Ich meine, weißt du, diese Keramikfresse, ja, der geht ja immer auf alles los. Ja, und, aber und er selber. Er hat ja uns vorgeworfen, ja, das sind ja arglos und die Armen und so weiter. Die können sich bei ihm ja nie wehren, weil er bloß Filmchen zeigt und die kommentiert. Wir machen das mit offenem Visier hier bei den Leuten. Die können ja direkt reagieren. Genau. Wir versuchen, das ist der Unterschied, frech zu sein, aber nicht unverschämt. In der direkten Konfrontation. Wenn wir mal unverschämt sind, eine leichte Grenze überschreiten, das wollen wir nicht. Und wenn, dann tut es uns leid. Er macht das immer wieder, mit Absicht. Und auch nur, weil er 5 mittelmäßige Gagschreiber im Rücken hat. Man muss jetzt noch eins sagen. Und der wird ja ständig verklagt. Diese Maschendrahtzaunfrau, ja, die musste ja umziehen. Ja. Die andere musste zum Psychologen rennen. Und ständig muss er irgendwas zahlen dafür, dass er mich, halt weißt du, was ich mir noch frage, ist, wenn der Herr R. mal kurzsichtig wird, dann kann er seine Gags nicht mehr lesen. Ja, das sieht man doch jetzt schon. Das sieht man doch jetzt schon. Aber weißt du was? Mir ist ja wurscht. Ja. Aber... Wenn er will, ich sag das jetzt einfach mal so. Ja? Okay, dann sag ich's. Wie wär's? Wir haben hier in München auf der Wiesn das Teufelsrad. Da gibt's diese Disziplin Boxen. Ja, gegen Mädchen traut er sich im Ring, aber wie wär's einmal gegen mich auf dem Teufelsrad? Ha? Herab. Das wäre doch mal was. Kannst deine Zähne dabei unten in der Gläserspülmaschine abgeben? Du brauchst einen guten Zahnarzt und du musst es raustun, damit sie nicht kaputt gehen. Richtig. Keramik ist ganz gefährlich. Können wir machen. Entweder dieses Jahr noch, wir haben ja noch 2 Tage, oder nächstes Jahr. Ich wäre ja da, Herr Raab. Danke!